Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gran Turismo 6. Heute geht's ganz schnell ab, weil ihr seht's oben rechts, 17.11 Uhr, wir sind schon ein bisschen spät dran. Eigentlich ist ja auch 18.11 Uhr, weil ich meine Uhr noch nicht auf Sommerzeit zurückgestellt habe. Es ist auf jeden Fall so, dass der gute Marco 17.30 hier die Lobby hostet und ich hoffe, dass das alles so hinhaut, dass es gut klappt. Er hat eine bessere Internetleitung als ich und deswegen bin ich sehr dankbar, dass er das macht. Ja, und fürs erste Rennen haben wir uns SUVs rausgesucht. Anscheinend haben alle den Range Rover Evoque Coupé, heißt er, glaube ich, weil es ja ein dreitüriger SUV ist, was total abgefahren ist, finde ich. Und ja, wir finden uns auf Silverstone zurecht. Hoffentlich soweit so gut, soweit wie es geht. Und ich würde sagen, in einer Minute kann es gerne losgehen. Jetzt habe ich leider nicht das ganze Kommando, dass ich hier die Rennen starten und stoppen kann, wie ich will. Aber gut, macht nichts. Müssen wir somit zurechtkommen. Ich würde sagen, wir drehen uns schon mal hier so ein bisschen auf der Strecke im Kreis. Nein, natürlich nicht. Aber wir gucken einfach mal, wie das Ding so abgeht. Vor allen Dingen habe ich den auch ein bisschen getuned. Ja, also der ist von außen mattgrau. Das werdet ihr in der Wiederholung sehen, beziehungsweise im Thumbnail. Der ist so mattgrau, mattanthrazit. Das kann ich jetzt mal eben kurz hier zeigen. Da sehen wir es. Und außerdem, ja, ich kann jetzt natürlich nicht zur Seite gucken. Aber wir haben auch in der gleichen Farbe schöne Felgen drauf, kann man sagen. Und deswegen passt das ganz gut. So. Ach du Scheiße. Es ist natürlich nach wie vor noch ein fettes Schiff. Wir sind bei 500 Leistungspunkten. Und das heißt, ganz aufdrehen von der Leistungsspritze kann man dann natürlich dann nicht. Aber so haben wir wenigstens alle gleiche Voraussetzungen. Und dementsprechend kann das doch ein interessantes Rennen werden. Wir haben hoffentlich 6 Gänge, jawohl. Ich hoffe auch mal, dass wir hier von der Geschwindigkeit ausreichend das Getriebe eingestellt haben. Aber es scheint alles gut auszusehen. Bin ich mal gespannt, wie das Rennen so verläuft, wie die Verbindung so aussieht. Da vorne der Majak, der ruckelt schon ganz gut rum. Ja, das ist nicht ganz so schön. Mal gucken, wie es mit den anderen aussieht. Das kann natürlich immer am Lobby-Hoster liegen, so wie es bei mir immer an den Rucklern lag. Weil meine Internetverbindung einfach scheiße ist. Es kann aber auch genauso gut natürlich jetzt hier am Beispiel Majak an seiner Internetverbindung liegen. Vielleicht streamt ja auch gerade wieder Schweinefilme ins Netz. Das kann natürlich auch sein. So, und dann kann das Rennen eigentlich losgehen. Ich fahre mal eben hier rechts an den Rand und sag mal Bescheid, dass es hier losgehen kann. So, na, wo bist du? Los, los, los! Jawohl, hat er erkannt. Oh, BK ist da. Alles klar. Auf den warten wir vielleicht noch eben kurz, oder das wird hoffentlich ausreichen, dass die 40 Sekunden, dass er da Zeit hat, seine Karre rauszuholen. Achso, hier geht's längs. Ja, alles klar. Okay, da ist das Rennen gestartet. Sehr schön. 35 Sekunden haben wir noch Zeit, um uns schon mal hier so ein bisschen an die Karre zu gewöhnen und das Schleudern zu üben. Das lassen wir mal lieber. Aber wir können ja mal den Start üben vielleicht. Oder mal gucken, wie der so abgeht. Zack, da haben wir die 100 draufstehen. Geht natürlich schon super schnell. Können wir mit dem auch driften hier so ein bisschen. Boah, ja, mit der Handbremse geht's auf jeden Fall. Das kann ich auch. So, und ich kann leider nicht die Karre von außen zeigen. Das muss ich echt, da muss ich dran denken, die Wiederholung aufzunehmen. Weil die sieht nämlich ganz schön geil aus. Die ist tiefer gelegt so ein bisschen. Und hat halt, wie gesagt, farblich zur Karosserie passende Felgen, die auch schön groß sind und so. Und es hat alles schon, einen gewissen Style, zumindest mehr als so ein schwarzer Bildschirm, auf den wir gewohnterweise wieder mal gucken dürfen. Und ich hoffe, dass es dann gleich losgeht. Silverstone, Geländewagen, SUVs, auch vermutlich ein Markenrennen, weil alle dieselbe Karre haben. So, dann kann es ja auch losgehen. Mal gucken, wie das alles hier so verläuft. Yippie, 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 direkt vorbeigeschlichen. Jawohl, Mahlzeit, bin beim zweiten Rennen gleich dabei. Ja, alles klar. Ah, und wir haben den Platz 1 erreicht hier erfolgreich. Das ging ja schnell, das ging ja super. Haben die den alle nicht getuned oder was? Konnten wir am Start richtig mal den Hammer rausholen hier. Und ich glaube, da erwarten wir von links gleich schon Kandidaten. Nee. Sind alle noch auf Strecke geblieben, sehr schön. Zumindest größtenteils. So, und ich habe leider immer noch nicht die Namen eingeblendet. Da stehen immer noch die
rechts die Fahrzeugmodelle und nicht die Spielernamen. Das muss ich mal umstellen. Weil ich fände es ja doch schöner zu wissen, wer mich da dann so attackiert, überholt und vielleicht auch wegrammt. Ach du Scheiße, jetzt aber Kacke gebaut. Jetzt müssen wir auch hier krass einbremsen. Ach du Scheiße, da wird hinter uns gekämpft und ich kann nicht zurückgucken. Wieso kann ich denn nicht zurückgucken? Jetzt bin ich ins Menü gegangen. Kann ich in der Ansicht zurückgucken? Jawohl, da ist der Formelfrank und auch der DK sind mir dicht auf den Fersen. Und ich hätte gerade fast eine Menge Zeit verloren, weil ich im Startmenü unterwegs war. Oh, das gibt's doch gar nicht. Da hat der Formelfrank uns außerhalb der Strecke gestrichen. Oh, und ich kann hier nach hinten gucken. Alles klar. Sehr schön. Hä, und jetzt auch mit dem Knopf? Es ist seltsam. Also es gibt anscheinend zwei Knöpfe, mit denen ich nach hinten gucken kann. Und der eine geht erst, wenn man den anderen gedrückt hat. So sieht's irgendwie aus und ich weiß nicht ganz warum. So, sind wir Dritter. Bin ich auch zufrieden. Haben wir ein bisschen hier, können wir uns ein bisschen nach vorne kämpfen wieder und haben so kleine Duelle hier. Können uns mal die Karre vom Formelfrank angucken, der natürlich jetzt Kampflinie fahren möchte. Aber wir sind schon hier, das hast du dir zu spät überlegt und da bremsen wir auf dem Rasen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Anfänger, Anfänger, Anfängerfehler. Oh, schnell mal gucken, dass wir hier keinen stören. Ach du Kacke, der Tarkan und der A1000-Player kommen da stark von der Strecke ab. Oh, oh Gott, komm doch rum. Komm doch rum. Ja, jetzt können wir erst wieder Gas geben. Oh, da vorne wird sich hart angegangen. Da wird gerammt und sich leicht touchiert. Ein spannendes Rennen. Wir haben insgesamt 5 Runden vor uns. Das war die erste. Hier sind wir eindeutig zu spät auf der Bremse, genauso wie alle anderen. Dieses Fahrzeug ist halt nun mal ein fettes Stück. Und bei dem hätte ich vielleicht noch hingehen sollen und das Antriebsmoment ein bisschen nach hinten legen sollen, weil der ist nicht gerade sportlich, was das Kurvenverhalten angeht. Ich habe schon vorne den Stabilisator ein bisschen weicher gemacht, sodass wir ein bisschen besser einlenken. Nehmen wir mal ein bisschen Windschatten hier mit auch, auch wenn sie es nicht wollen hier anscheinend. Oh, komm mal ein bisschen dran hier. Ganz knapp an der Stoßstange. Verbindung auf jeden Fall viel besser als bei mir. Das wäre mit meinem Internet wahrscheinlich nicht möglich gewesen, hier sonst so ein Duell auch zu führen. Der Armann überholt in Formel Frank. Und jetzt heißt es nur noch den Deka schnappen. Oh, der geht hier mit Übersteuern schon in die Kurve. Hat sich wahrscheinlich schon die Bremsbalance nach hinten gestellt. Das hilft natürlich dann auch ein bisschen beim Einlenken. Ah, oh, ein bisschen langsam. Oh, und hier ein bisschen schnell. So, und jetzt nochmal Windschatten, einmal ein bisschen drankämpfen hier. Und dann können wir den so schon fertig machen. Ja, ich glaube nicht. Wir müssen auch natürlich auch hier bremsen. Das macht er doch den einen oder anderen Schlenker von rechts nach links. Weiß ich auch nicht ganz genau, wo das jetzt herkam. Na. Kein Dive-Gebombe hier. Jetzt bin ich aber selber auch scheiße gefahren. Das sollte man am besten nicht machen. Einfach mit mehr Speed reinfahren, dann den Gegner wegdotzen und dadurch in der Spur bleiben. Das ist nicht die feine englische Art. Und würde auch in keinem Rennstall der Welt so irgendwie toleriert werden. In keiner Liga, in nichts, nirgendwo. Deswegen lassen wir das mal schön. Aber ja, von hinten leicht touchiert. Wer kommt da so angerast? Oh, da müssen wir rumkommen. Oh, da kommen wir sogar leicht in den Drift. Sehr schön. Das ist doch mal was. Alles klar. Also wenn der Lenkwinkel stimmt, dann kann man auf jeden Fall auch ein bisschen driften hier. Leistung genug dürfte da sein. So, jetzt hat er sich nämlich schön selber verbremst hier. Ah.
Jetzt komm noch rum, bitte, Auto. Ich kann nicht stärker einlenken. Könnte ich wohl noch ein bisschen, aber... Ah. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der ist in Kurven echt gut unterwegs, der Deka. Und da, der geht wieder mit Übersteuern rein. Also entweder zieht er vorher ganz kurz die Handbremse, um besser reinzukommen. Oder hat sich wirklich die Bremsbalance so nach hinten gestellt. Wer ist da hinter uns? Das ist immer noch der Formel Frank mit seiner carbonfarbenen Motorhaube. Ah, oh, da kriegen wir von hinten, kriegen wir es gewaltig. Ach du Scheiße. So, ich kümmere mich jetzt gar nicht um den Chat. Weil hier wird ja ein Rennen gefahren. Und alles Wichtige kann man dann nach dem Rennen klären. Ja, ein bisschen spät auf der Bremse gewesen. Komm noch rum. Oh, Tarkan steht wieder auf der Strecke rum. Aber er ist durchsichtig, sehr schön. Oh, wirklich ein bisschen spät gewesen. Da musste ich gleich rechts aufs Gras ausweichen. Und jetzt rammen wir den Formel Frank. Entschuldigung, Formel Frank. Entschuldigung. Das war nicht gut. Das war auch keine Absicht. So, vierte Runde. Ich überlege gerade, ob wir den Formel Frank jetzt vorlassen sollen. Allerdings ist er so weit weg. Dann verliere ich ja die ganze Zeit auf den DK. Jetzt ist der Formel Frank wieder links neben uns. immer noch. Wir müssen aufpassen. Ne, da ist er hinter uns. Alles klar. Und jetzt wird er uns wahrscheinlich vorbeiziehen, weil ich vom Gas gegangen bin. Ein konzentrierter, angespannter Formel Frank im Land Rover neben uns. Den wir jetzt wieder kassieren, weil er hier nicht ganz so glücklich reinkommt. Allerdings schafft das doch noch. Schade, schade. Entschuldigung. Das war nur ein Liebesstupser. Oh, sind wir rechts neben ihm. Jetzt kann er nicht ganz so steil reinziehen. Muss vielleicht ein bisschen vom Gas gehen. Jawohl, wir sind vorne. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Alles klar. Kann ich links rüber? Oh, diese Kurve, ey. Ein reinstes Untersteuernfest. Ja. Eine Untersteuerungsparty. Ich wollte eigentlich so einen leichten Schwinger mitnehmen, aber das geht leider gar nicht in der Karre, so in dem Setup. Und das steuert die einfach nur. Da sind wir schon wirklich fast im Rallye-Modus, also dass du die Karre ein bisschen rumsliden musst, damit du schneller wirst und einfach besser um die Kurven kommst. Ach, scheiße. Zu weit raus, zu weit raus. Und auch hier ein bisschen zu spät gebremst. Aber es geht eigentlich noch ganz gut. Können wir hier endlich mal schön in die letzte Kurve. Und haben eine 2.16 gefahren. Bestzeit. Sprach er und bremst auf Rasen. Jetzt müssen wir nur noch am Deka vorbeikommen irgendwie. Dekerchen, Dekerchen. Ach. Der geht aber auch in die Kurven, ne? Holla, die Waldfee. Schmeißt sich da ganz schön rein. Da können wir ein bisschen mehr Speed mitnehmen. Und jetzt wollen wir nochmal hoffen, dass wir das irgendwie verteidigt kriegen. Ah, schade, nicht ganz. Hat er gut gemacht. Ist er genau auf der richtigen Linie geblieben, um mich da wegzuhalten oder davon abzuhalten. Ich habe jetzt fast voll eingelenkt, auch wenn ihr es gerade nicht sehen könnt, natürlich, weil das Ingame-Lenkrad nicht die vollen 900 Grad mitdreht. Aber ich war gerade wirklich fast am 900 Grad Lenkwinkeleinschlag. Und dann zieht der Vorderradantrieb dich auch noch ein bisschen rum, weil, also der Allradantrieb, weil die vorderen Räder ja nur auch mal angetrieben werden.
und dann kannst du durchs Gaspedal dich noch ein bisschen retten in der Kurve. Aber ich glaube, in der letzten Runde werden wir es nicht mehr schaffen, am DK vorbeizuziehen. Mal gucken, ob der noch ein paar Investmentfonds dabei hat. Ah, hier sind wir viel zu langsam. Scheiße. Da muss ich gar nicht so stark abbremsen. Allerdings sind wir jetzt eh in der letzten Runde. 1,4 Sekunden Vorsprung oder Abstand. Da hinten wird noch gebettelt und gefightet. Und meiner kommt echt auch auf der Bremse quer. Das ist ja unfassbar. Ich kann sich gar nicht vorstellen, dass ein SUV so eingestellt sein kann. Ich meine, wir haben natürlich getuned. Aber das wirkt im ersten Moment trotzdem ein bisschen seltsam. So, da haben wir ein bisschen im Drift gehabt, sodass er automatisch mitlenkt, Mitleid hat mit uns. So, dann hat der Deko nochmal eine gute Runde draus gehauen, glaube ich. Aber wer die beste Rundenzeit gefahren ist, wird man nicht mehr gewahr. Also war ich es. Sag ich jetzt einfach mal so. So, und das war mal echt ein geiles Rennen, muss ich sagen. Da hat wirklich Spaß gemacht. Alle so auf Augenhöhe, alle eine Karre, ne? Und dann fliegt halt nur der raus, der gerammt wird, wo ein Missgeschick passiert oder sonstiges, ja. Da hat schon echt Spaß gemacht. Nicht schlecht, der Specht. Und Glückwunsch an Deka natürlich auch an Formel Frank für den dritten Platz. Majak, Marco, Powersurfer, A1000 Player. Gut, dass ihr dabei gewesen seid. Und guck mal, 8 Sekunden auf Platz 1. Das heißt, gar nicht mal so einen großen Abstand. Das war doch noch ein relativ enges Rennen für Gran Turismo 6 Verhältnisse, würde ich einfach mal sagen, ne? Geiles Rennen hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es wird nicht zensiert, weil geil drin steht. Tatsächlich, nehmen wir, gutes Rennen hat Spaß gemacht. Gemacht. Bisschen polnischen Einfluss. Ah, ja, und da spritzt auch schon wieder der Schweiß in die Drüsen. Und wir können uns bereit machen fürs nächste Rennen. Beim nächsten Rennen, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Momentchen mal. Erstmal muss ich hier die Wiederholung speichern. Ich denke dran. Just. Starkes Untersteuern. So, jawohl. So, was kam denn jetzt nochmal? Was haben wir uns denn da nochmal überlegt? Genau, jetzt kommen, ich schreibe das mal in mir rein, jetzt kommen italienische Autos mit max 550 Leistungspunkten. Ungetuned. Ha. Muss ich auch mal hoffen, dass der Marco gleich mal die Einstellungen ändert. Und ja, damit es witzig, da können wir schon mal in unsere Garage reingehen. Und da einfach mal nach Gebrauchsdatum sortieren. Achso, die können wir jetzt gar nicht auswählen. Warte, dann machen wir so. Da, 458 Italia habe ich mir schon zurecht gemacht hier. Ja, machen wir die Strafen an oder nicht?